Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin der NRWBoy18. Und wir starten heute das Spiel Franbo. Und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, dass ich jemanden jetzt sehr, sehr glücklich mache. Nämlich den Sven Q45. Sei mir gegrüßt. Ich glaube, von dir habe ich sogar das Spiel hier. Sein Vorschaubild hier bei YouTube ist nämlich auch hier aus diesem Spiel. Und er liebt dieses Spiel abgöttisch. Und hat mich immer wieder dazu angestachelt, ja, spiel doch mal, spiel doch mal, spiel doch mal. Ich hatte es da nie und dann, hatte ich es auf einmal. Und, nun ja, jetzt ist es also endlich soweit und wir starten in das Spiel Franbo. Es ist für mich ein Blindrun. Ich weiß nur, dass es ein Psychospiel ist, dass wir diese kleine Psychotante hier, das kleine Psychomädchen spielen. Und dass wir in einer Anstalt sind und dass das Spiel wohl sehr tiefgreifend sein wird. Ich lasse mich überraschen. Wir starten ein neues Spiel und alles weitere dann gleich, denke ich mal, während des Spiels. Wenn du ein neues Spiel startest, wird dann... Ja. Ich hatte ganz kurz mal reingeguckt. Alles ist in Ordnung. Es ist einfach himmlisch. Boah, spooky. Ich sehe meine Eltern. Ach so, das ist ja ein Mädchen, ne? Sie sehen glücklich aus. Sie haben ein Geschenk für mich. Was könnte es sein? Eine Mädchenkatze. Oh, so süß und hübsch. Schwarz wie die tiefste Nacht, Jerry. Es ist Mr. Midnight. Mein bester Freund. Mein einziger Freund. Wir essen zu Abend und Tante Grace ist auch da. Ich mag sie wirklich sehr. Es ist Freitag. Meine Eltern gehen aus. Natürlich. Fahren durchs Fenster. Tante Grace passt gut auf mich auf. Oh, guck mal, die Mietze. Wir haben so viel Spaß. Es ist Montagabend. Ich spiele mit Mr. Midnight. Aber irgendwas fühlt sich falsch an. Oh. Eine seltsame Kreatur vor meinem Fenster. Ich mag sie nicht. Sie macht mir Angst. Plötzlich höre ich etwas. Es ist Mama. Sie schreit. Ich will wissen, was los ist. Die Eltern werden jetzt gefressen. Ein helles Licht scheint aus dem Zimmer meiner Eltern. Ich gehe näher ran. Und noch näher. Ups. Mama, Papa. Hand? Bitte nicht. Aus den Augen? Mami, Papi. Alter Schwede. Okay, FSK ab 18. Es ist Psycho. Sven, warum findest du sowas gut? Was ist los mit dir? Guck mal, die arme Mädchenkatze. Fran, bitte folge meiner Stimme. Ich zähle bis drei, dann wachst du auf. Eins. Zweieinhalb. Oh. Drei. Fran, wie fühlst du dich? OAB, ich kann mit Tastatur spielen. Mir geht es gut, fühle mich, als ob ich sterbe. Nein, kann ich natürlich nicht. Ich habe eine Maus. Okay. Ich sagte, ich habe das ausprobiert, ja, aber ich habe im Prinzip nur im Intro dann halt ein bisschen mit den Soundanstellungen gespielt. Deswegen stand da. Egal.
Ich fühle mich, als ob ich sterbe. Ich verstehe nicht, warum ich das tun soll. Versuch dich zu beruhigen. Das ist Teil deiner Genesung. Ich versuche es. Meine Eltern sind tot. Also sie hat ja aus den Augen rot... Naja, geblutet würde ich jetzt nicht sagen. Geweint oder was weiß ich. Deswegen verstehe ich es jetzt nicht so ganz, ob das jetzt wirklich wahr war oder ob das jetzt nur Illusion war. Genesung? Verstehen Sie nicht? Meine Eltern sind tot. Oh, du armes Ding. Alles wird besser werden. Versprochen. Okay, besser. Dann lassen Sie mich gehen. Unsinn. Versprechen? Das ist Unsinn. Sie behalten mich einfach hier. Wir behalten dich hier, damit wir uns um dich kümmern können. Aber jetzt habe ich etwas für dich, Fran. Oh, wirklich? Siehst du den Tisch? Da ist ein kleines Paket für dich. Es ist von Tante Grace. Nimm es. Oh, Tante Grace. Okay, wir steuern sie so. Okay, da. Oh, genommen. Hm, das war die Geldbörse meiner Mama. Mach sie auf, da ist etwas drin. Fundsachen? Okay, ich habe eine Fundsache zu vermelden. Ach so, benutzen, kombinieren, untersuchen. Ja, untersuchen, ne? Liebster Fran. Ach so, das ist ja die, ja, Tante. Liebster Fran, hier ist die Geldbörse, die du so gerne magst. Ich dachte, du würdest sie gerne haben wollen, aber an dich gedacht habe ich... Als ich an dich gedacht habe, habe ich mich erinnert, dass du gerne Dinge untersuchst und sie miteinander kombinierst. Ich hoffe, du wirst diese Geldbörse für immer behalten und benutzt sie die Dinge, die du hineintust. Gut, vergiss niemals, dass die Kreativität die absolut größte Gabe ist, die du besitzt. In Liebe, Tante Grace. Ist das jetzt das Tutorial für meine... Na, sag schnell. Für mein Inventar, Herrgott. Sie macht sich Sorgen um dich. Tante Grace, ich mache mir auch Sorgen. Jetzt ist die Frage. Soll ich jetzt drauf eingehen oder soll ich rebellisch bleiben? Na, ich mache mir auch Sorgen. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich nicht verrückt, aber immer noch hier bin. Hör auf, du bist außer Kontrolle, junge Dame. Was? Wieso? Hab das alles so satt, kann ich jetzt gehen? Ich habe das alles so satt. Ich will nur auf mein Zimmer. Ja, du kannst gehen, aber bevor du das tust, ist es Zeit für deine Medizin. Nee. Ich will keine Medizin mehr ausprobieren. Sie heißt Duteen und du wirst dadurch ganz ruhig. Schwester, wir sind bereit. Oh Gott, Schwester Hildegard. Gibt es etwas Neues, Herr Dr. Dern? Nein, nichts. Die gleichen Visionen wie immer. Oh, verstehe. Hier, Fran, nimm deine Medizin. Muss ich das jetzt nehmen? Ich will nicht. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Fran. Nimm die Pillen. Jetzt. Nein. Ich muss die jetzt echt nehmen? Kann ich da jetzt nicht irgendwie drum rumkommen oder so? Hier aus dem Bild gehen? Wir haben nicht... Ja, es ist... Ich komme hier echt nicht... Ja... Ich komme da echt nicht dran vorbei, jetzt da die Pillen zu nehmen. Das ist doch schon wieder scheiße. Ja, wir... Naja, okay, komm. Hat sie die jetzt... Moment, hat sie die jetzt nur genommen, oder? Ich fühle mich nicht gut. Oh, sie hat sie direkt genommen. Oh Gott! Oh nein, bringen Sie sie zurück auf ihr Zimmer. Und Schwester, lassen Sie sie die nie mehr nehmen. Super, danke, Herr Doktor. Du bist ja ein Held. Pass auf, Fran Bo. Was für ein Name überhaupt?
wenn du das Haus des Wahnsinns verlässt, werde ich dich jagen, dich fangen und dich zurück in den Wahnsinn treiben. Hallo, wir schlafen, wir kriegen es doch gar nicht mit. Oh, Fran, miau, wach auf. Sagt das jetzt die Katze? Die Medizin hilft dir zu fliehen. Ich warte im Wald auf dich. Miau. Ich liebe dich. Oh, wie süß. Kapitel 1. Mein nüchterner Tag. Mal nicht auf Drogen. Eieieiei. Aber es kreuzt überm Bett. Natürlich. Und ein Clown. Natürlich. Okay, steht sie jetzt von alleine auf oder muss ich... Nein, ich muss klicken. Jetzt hat sie die Augen auf. Ja, steh mal auf. Ich bin immer noch da. Scheußlicher Ort. Ich muss hier raus. Naja. Nicht so hoppala. Nichts leichter als das. Okay, meine Geldbörse. Natürlich. Wo jetzt sich nichts mehr drin befindet. Was ist das hier? Ich kann ja drum herum gehen und sehen, was auf der anderen Seite ist. Ich kann ja... Okay. Hoffentlich fällt mir das nicht auf den Kopf, während ich schlafe. Rot und klein, ihr versteckt euch vor mir. Hä? Ich muss Mr. Midnight finden. Ich muss ihn jetzt finden. Ich vermisse mein Kätzchen. Er versteckt sich, weil er Angst hat. Er hat gesagt, die Medizin zeigt mir, wo er ist. Ich hasse das Monster. Okay. Oh Mann, ich vermisse dich so sehr. Hab keine Angst, mein liebes Kätzchen. Alles wird gut. Oh Mann, ich... Ja, ja, okay. Also die Katze habe ich jetzt schon ins kleine Herz geschlossen. Oh, süße, süße Melodie. Abgeschlossen. Ein guter Grund, neugierig zu werden. Hä? Ich schnapp mir... Deine Nase? Ich krieg sie schon? Okay. Es fällt mir schwer, wieder zu lachen. Ich schnapp mir... Ja, okay. Hoppla! Oh, du liebe Zeit, etwas ist runtergefallen. Ein praktischer Haken. Ich bewahre ihn auf, um später Piraten zu spielen. Ja, nee, ist klar. Ich habe die Vorhänge kaputt gemacht. Jetzt kann ich rausgucken. Ups, Hochsicherheitstrakt. Turmwache, wir haben hier eine verrückte Person namens Fred. Das bin ja ich. oder war es Wachturm? Ich glaube... Ich glaube nicht, dass mein Kopf durch das Fenster passt. Turmwache, wir haben eine verrückte... Ja, ja, okay. Okay, also die Augen lassen mich dann links oder rechts aus dem Bild heraus. Gut. Name Fran Beau Dagenhardt. Alter 10. Wir sind gerade mal 10 Jahre. Geschichte. Die Patientin wurde in der Nähe der Oswald-Anstalt gefunden und zeigte Anzeichen einer Psychose. Die Beau Dagenhardt. Familientragödie, Details werden vermieden. Behandlung. Dr. Marcel Dern hat verschiedene Formen der Medikation ausprobiert und alle wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Dokumentiert 25. Juli 1944. Alter Schwede. Psycho, was? Das bin sicher nicht ich. Ja, natürlich. Nebenwirkungen. Wirkungen, die vielleicht neben mir wirken? Ja, ja, das... Okay, 10-jähriges Mädchen. Okay, das erklärt es. Gehen wir mal hier neben den... Oh, ich dachte... Ach, das ist direkt... Okay. Da liegt direkt jemand. Ich hoffe, dass dich jemand liebt. Oh, oh, eine geheime Box. Psst. Untersuchen. Eine hölzerne Kiste. Sie ist offen. Ja, dann guck doch mal rein. Wie... Benutzen. Ein Schlüssel. Der wird sicher etwas öffnen. Na, woher? Ich hatte auch mal ein blaues Kleid, wie du. Fillmore Brownstone, Alter 8. Der Patient kam mit seiner Mutter Rachel Brownstone in die Oswald-Anstalt. Der Junge hat ein paranoides Verhalten entwickelt. Die Paranoia wurde noch nicht diagnostiziert. Behandlung, tägliche Behandlung von Dr. Marcel Dern. Wir haben das Vertrauen des Patienten noch nicht erlangt und er lehnt jegliche Befragung ab. Dokumentiert 6. April 1944. Das Ding ist ja, dass die hier so offen hängen. Oh, Herr Holzpferd, hast du Spaß? Mhm.
Wenn ich mich hinsetze, stehe ich nie wieder auf. Also was soll das? Abgeschlossen natürlich. Ich befürchte mal, dass das Schlüsselchen, was wir da gefunden haben, benutzen. Benutze kleine Schlüssel mit Schublade, genau. Ah, ja, ja, ich hab's. Und da ist etwas drin. Oh? Oh, ein Familienfoto. Oh, meine liebe Familie, ich werde es mit meinem Leben beschützen. Ich vermisse euch so sehr. Ich brauche euch wirklich hier bei mir. Ja, und was war das noch? Eine Haarspange. Meine Haarklammer. Ich sollte sie weise einsetzen. Okay. Schön. Ach nee, ich wollte... Ach, das... Oh Gott, oh Gott. Ich wollte mal mich mit dem unterhalten. Hallo, Phil. Hallo. Kennst du einen Ausweg? Wie geht es dir? Alle sagen, ich bin krank. Sie sind einfach dumm. Man muss Kätzchen finden. Tschüss. Das sagen sie immer. Sie sind einfach dumm. Gehst du heute Nacht? Das werde ich, wenn du mit willst. Oh. Alles, was ich weiß, ist, dass das Büro der Schlüssel ist. Okay. Ich gehe mal schauen. Tschüss. Der Schlüssel? Ist ein Schlüssel im Büro? Ich sah, wie der Doktor einen geheimen Code notierte. Ein geheimer Code? Um die gelbe Tür zu öffnen? Er will nicht, dass ich es dir sage. Wer? Er. Wer? Oh oh. Ach du Scheiße. Alle Türen sind verschlossen. Du bist eine Gefangene meiner Spiele. Und niemand hilft dir zu fliehen. Lass mich in Ruhe, ich hasse dich. Moment, wer sagt das? Okay. Mami, Papi, ich brauche euch gerade so sehr. Nein, ich lasse mich nicht von diesem Monster aufhalten. Okay. Weiter geht's. Herrgott, ist das furchtbar. Meinen Beinen geht es gut. Leere Flaschen, leere Gläser, nichts Nützliches. Handtücher, Handtücher. Ich brauche keine Handtücher. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Okay. Da, oh, alles zugenagelt. Nicht so leicht hier durchzusehen. Und da? Ich kann nicht durch das Fenster gucken. Ah, der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume und Mond. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine gute Fluchtmöglichkeit ist. Das glaube ich auch. Oh, ich will wissen, was sie schreibt. Ich bin neugierig. Ich denke, die Schwester würde mich nichts anfassen lassen. Du sollst auch nichts anfassen, du sollst gucken. Ich weiß, dass die Schwester die Medizin haben, aber wo? Oh, ich will... Ja, okay. Oh, Fran, du bist wach. Gut. Wie lange habe ich geschlafen? 3 Tage vielleicht. Was? War es die Medizin, die mich so müde gemacht hat? Ja, es war die Medizin. Darum nimmst du sie nicht mehr. Oh, ich vergaß. Etwas ist passiert. Siehst du? Du bedeutest nichts als Ärger. Was ist los? Vorhänge kaputt gemacht. Soll ich das sagen? Dann geht sie vielleicht. Ich wollte nach draußen sehen und habe die Vorhänge kaputt gemacht. Aus Versehen, was? Ich muss das reparieren. Folge mir. Nein, ich will dir nicht folgen, ich will gucken. Geh weg. Ja, ich bin neugierig, aber die Schwester ist noch im Raum. Sie würde durchdrehen, wenn ich etwas anfassen würde. Kann ich vielleicht... Mano! Keine Ahnung. Das klappt nicht. Schwester an dich. Das klappt auch nicht. Jetzt vielleicht hier was nehmen? Leere Flaschen? Nö. Eieieiei. Und hiermit vielleicht irgendwo irgendwas abnehmen? Nein, meine Beine geht es gut. Ja, aber hier ist ja sonst nichts mehr. Haben wir eigentlich eine Hotspots-Anzeige? Nö. Das muss ja einen Sinn haben, dass wir die wegschicken können. Ach, warte mal. Guck.
Kann ich vielleicht mit der Haarspange die Tür knacken? Es passt, aber das sind zwei Löcher. Ich brauche etwas anderes. Ah, die Form ist nicht richtig. Nichts, natürlich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Nichts. Hast du schon den Code vom Doktor gefunden? Tja. Weißt du, anstatt die da ein bisschen fummelt und ein bisschen repariert? Ich habe die Feuer kaputt gemacht. Ha. Nochmal, lalala. Oh nee. Okay, alles klar. Wir spielen keine 20 Minuten und ich hänge schon fest. Eindeutig das Bild da hinlegen. Nein. Ich würde durchdrehen. Vielleicht kann ich den Vorhang irgendwie nach links schieben? Ich kann ja drumherum gehen. Ja. Ich will nicht. Ich bin gerade erst aufgewacht. Na toll. Freunde, ich weiß nicht mehr weiter. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Als Auftakt hier zum neuen Let's Play Franbo. Sven, ich hoffe, dir gefällt es. Und ich hoffe, euch anderen ebenfalls. Und dass wir uns hier bei der nächsten Folge dann alle mal wiedersehen. Macht es gut, schönen Abend noch. NRW bei 18. Adieu.